the freaking weekend. I drank to death, yeah, yeah. Oh, let the jam start sinking. I drank to death, yeah, yeah. Wenn Sie nicht dazu in der Lage sind, dann müssen Sie bitten, diese Reise zu machen.
eine Dame bei uns. Sie sagt, sie ist ein ganz normaler Bürger und möchte sich bitte informieren. Und sie setzt darauf, dass sie auch vernünftig nun die Veranstaltung beginnen lassen und wir werden später eine Diskussionsraum finden. Dankeschön. Insbesondere im Norden
sehr starker Ausbau der Windenergie, der Windkraft stattfindet, an Land, aber künftig immer mehr geplant im Meer. Im Süden wird immer mehr gesteigert die Einspeisung von Solarenergie. Und die Idee ist es, diese starken Erzeugungen zu verbinden mit starken Gleichstromverbindungen. Das soll auch nicht unter den Tisch fallen, das ist der letzte Punkt, den Sie auf der Folie sehen, dass für eine sichere Energieversorgung natürlich auch über unser Stromnetz konventionelle Energie übertragen werden muss, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Auch diese Darstellung sehen Sie hier in der Mitte von Deutschland. Die Leitungen sind spätestens dann erforderlich, Stichwort Energiewende, wenn die Kernenergie im Süden abgeschaltet werden soll. Dann haben wir die Situation, dass wir wesentlich mehr Erzeugung im Norden und den Verbrauch nach wie vor stärker im Süden haben, aber viele Erzeugungsleistungen hier im Süden wegfallen. Und daher sind neue Leitungen, um diesen Ersatz zu schaffen, erforderlich. Diese politischen Ziele fließen letztlich jedes Jahr in einen Netzentwicklungsplan ein, eine sehr umfassende Bedarfsermittlung, zu der sind wir gesetzlich beauftragt als Netzbetreiber. 2012 ist der erste Netzentwicklungsplan entstanden, das letztlich in einem mehrstufigen Verfahren auch abläuft. Das heißt, zunächst wird ein sogenannter Szenario-Rahmen festgelegt, in dem beschrieben wird, wie künftig die Energieerzeugung aussehen wird. Dann wird auch das Einfluss genommen, dann wird beschrieben auch die Ziele der Länder beispielsweise, auch die Ziele vermehrter dezentraler Energieversorgung etc. All das wird dort beschrieben. Auch aufgefallen zum wiederholten Mal, so wie auch gestern in Grünbach, dass Sie gesagt haben, oh, ich danke Ihnen, dass Sie mich darauf hinweisen, wir haben ja da kreuz und quer ein Vogelschutzgebiet überspannt. Ich frage mich, wie haben Sie denn geplant, wenn Sie erst unsere Hinweise brauchen, dass Sie dann rasch solche Dinge wissen? Technische Informationen zu hören, übrigens die interessanteren meistens aus dem Auditorium. Hier ist ein wenig ergreifbar. Eine Diskussion um etwas mehr grenzwert oder etwas weniger grenzwert. Sie haben vielleicht vor ungefähr einer Woche das Urteil aus Karlsruhe mitbekommen, wo das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eindeutig einer Frau Recht gegeben hat, ihre Wohnung wird wertgemindert, alleine durch die Tatsache, dass andere Angst haben vor den Masten, die dort gebaut werden sollen. Und wenn wir alle mal ganz ehrlich sind, Sie können mir ja viel erzählen vom magnetischen Feld und allem Möglichen über die Ionisation, da ist nicht näher drauf eingegangen worden. Es ist ganz offensichtlich, dass es das Krebsrisiko erhöht und es gibt ja auch schon Untersuchungen drüber, insbesondere das Leukämie-Risiko bei Kindern.